Großzügige Umkleidekabinen, eine moderne Küche und ein farbenfroher Aufenthaltsraum sollen den Angestellten der neuen Wache das Arbeiten so angenehm wie möglich machen. Doch auf eine Sache haben die Planer ganz besonders großen Wert gelegt. Wir haben also Wert darauf gelegt, dass also die Wege, die die Retter von den Aufenthaltsräumen, von der Küche, auch von den Ruheräumen zu den Fahrzeugen zurückzulegen haben, sehr kurz gehalten sind, dass keine Niveauunterschiede drin sind, also keine Treppen. Es ist alles ebenerdig angelegt und wir denken, dass wir auf die Art und Weise relativ kurze Ausrückzeiten realisieren können. Es wird darüber hinaus eine Wachalarmsteuerung geben, die also parallel zu dem Alarm der Mitarbeiter auch das jeweilige Tor für das Fahrzeug schon öffnen wird, sodass wir also die Zeiten dort auch sehr kurz halten können. Herzstück der neuen Wache wird aber die Leitstelle sein, ein Raum mit einer Gesamtgröße von etwa 300 Quadratmetern. Also in diesem Raum werden künftig alle Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes in den beiden Kreisen Bautzen und Görlitz geführt. Wir werden dafür die bestehenden 5 Leitstellen in diese Leitstelle migrieren. Insgesamt wird es hier 13 Arbeitsplätze geben und die Mitarbeiter werden also rund um die Uhr hier auch tätig sein, wie das in den jetzigen Leitstellen auch ist, in unterschiedlicher Anzahl, je nach Tageszeit, also zwischen 5 und 10 Mitarbeitern etwa. Was ist vielleicht baulich das Besondere an diesem Raum? Was können Sie dazu sagen? Also der Raum hat ja eine Größe von über 300 Quadratmetern. Da gab es also besondere Anforderungen, insbesondere auch an den Schallschutz. Wir haben also hier versucht, durch ein entsprechendes Gutachten eine bauliche Lösung zu erzielen und haben das, denke ich mal, durch solche abgehängten Baffeln, so nennt man das, also auch relativ gut hingekriegt. Und auch in puncto Energieverbrauch wurde an alles gedacht. Also es ist natürlich so, dass immens viel Technik hier in der Leitstelle im Einsatz ist und Technik, mag sie noch so modern sein, erzeugt Wärme. Und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir diese Wärme benutzen können, um letztlich vielleicht auch Einspareffekte zu erzielen. Deswegen gibt es also eine Anlage zur Wärmerückgewinnung und mit der gewonnenen Wärme ist es zumindest rechnerisch möglich, das Haus komplett zu beheizen. Derzeit werden im Gebäude die letzten Arbeiten ausgeführt. Dann kann die Rettungsleitstelle endlich bezogen werden.